Hallo, Freunde der Nacht, willkommen zurück bei WoW Vanilla hier im schönen Tanaris. Ich frage mich gerade, was wohl für eine Temperatur hier gerade herrschen würde. Ich kann es ja nicht einschätzen. Das ist mir sowieso schon öfter mal, habe ich mir das überlegt. Ist es eher warm oder ist es eher kalt? Ich meine, in manchen Punkten ist es obvious, wenn du überall Schnee hast, dann wird es wohl offensichtlich kalt sein. Zumindest mal unter 0 Grad. Wie es jetzt hier ist, keine Ahnung. In so Wüstengegenden sagt man ja eigentlich immer, dass es so warm und heiß und trocken ist, es tagsüber ist, umso kälter ist es nachts. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Ich war noch nie in einer Wüste, geschweige denn, dass ich nachts in einer Wüste war. Aber Tanaris ist für mich so der Inbegriff einer Wüste. Von daher würde ich mal sagen, da kann man sich schon irgendwie dran orientieren, aber I don't know. Ist auch gar nicht, was das für ein Riesenviech hier ist, ne? Das ist ja wohl auch anscheinend ein Drache oder sowas. Hat ja die Größe von Todesschwinge, wenn nicht größer. Ich habe mal letztens ein bisschen, war ich auf irgendwelchen Foren im Internet unterwegs und ich habe herausgefunden, es gibt wirklich Leute, die sind felsenfest davon überzeugt, dass es damals, zur Zeit der Dinosaurier, genauso Drachen gegeben hat. Also das ist wirklich, für die ist das genauso selbstverständlich, dass es damals Dinosaurier gegeben hat, wie dass es selbstverständlich gewesen sein soll, dass es Drachen gegeben hat. Ungefähr genau zur gleichen Zeit. Es ist natürlich absolut utopisch und lächerlich. Ich habe da auch schon mal irgendwann eine Doku gesehen. Also es gibt nicht einen einzigen Beweis, der irgendwie nahelegt, dass es mal sowas gegeben hat wie ein Drache. Klar, so ein Dinosaurier, ist ja vom Aussehen her so ein bisschen so wie ein Drache. Aber es gibt halt keine Kreatur, und das lässt sich auch irgendwie nicht biologisch erklären, wie es eine Kreatur geben soll, die zum einen so schwer und groß ist und dennoch fliegen kann und zum anderen die auch noch in der Lage ist, Feuer zu spucken. Das gibt's nicht. Ja, das gibt's einfach nicht. Centipede. Ich glaube, das sind die, die ich brauche. Also, um das nochmal klarzustellen, es gibt keine Drachen. Es gab nie Drachen. Das ist ein Fabelwesen. Ganz im Gegenteil zu den Dinosauriern. Das sind keine Fabelwesen. Das kann man dadurch nachweisen, dass man schon diverse Skelette gefunden hat, aus denen man dann entsprechend rekonstruieren kann. Was natürlich auch in gewisser Art und Weise auch nur so ein bisschen menschliche Fantasie ist, weil nur weil man die Knochen hat, weiß man nicht, wie das Fleisch darüber ausgesehen hat. Man weiß im Groben die Form, aber mehr auch nicht. Ja, und wenn man jetzt mal den T-Rex in Jurassic Park mit dem vergleicht, wie er vielleicht mal in Wirklichkeit ausgesehen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass es schon sehr nah daran kommt, aber das könnte natürlich auch anders sein. Generell ist das mit Sicherheit, also wenn ich mich in so einer Zeit zurückversetzen lassen dürfte, natürlich in kompletter Immunität. Also nicht angreifbar oder sonst was. Also ein schönes Schutzschild möchte ich schon haben. Dann wäre es tatsächlich in die Dinosaurierzeit. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Stelle ich mir ultra spannend vor.
Taucher ein Ziel. Also merken, die Schwärmer nicht angreifen, wenn es geht. Ist nervig mit den kleinen Scheißviechern, die sie bei sich haben. Ja, aber das wäre stark, ne? Also damals mal irgendwie mal so gucken, wie es zu der Zeit der Linus hier ausgesehen hat. Wie im australischen Dschungel, nur hoch 1 Million. Eigentlich möchte ich diese Schwärmer ja nicht machen, aber... Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Aber so ging es jetzt gerade klar. Vielleicht schafft es mein Pet jetzt auch in den nächsten paar Parts hier Level 50 zu werden. Ich denke auf jeden Fall, dass ich jetzt auch noch... Also ich werde die Quest jetzt hier abschließen, werde die abgeben und ich werde bestimmt hier nochmal eine Folgequest bekommen. Weil irgendwie die Quest heißt ja... wir müssen als erstes herausfinden. Ja. Keine Ahnung, was dann der zweite Schritt ist. Hier ist der Ungoro-Krater. Geht sehr weit abwärts. Würde man nicht überleben, darunter zu springen? Dann könnte man theoretisch mit dem Geistheiler hinterher springen und dann wäre man halt unten. Wenn man sich diesen gesamten Umweg hier sparen. Also. Vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Will nicht Level up werden. Ich kann es nicht verstehen. Hier kann man aber gut questen. Viel besser als im Goro-Krater. Oder Grind. Wie gesagt, WoW Vanilla ist ein reines Grind-Spiel. Sehr schön. Ich muss näher ran. So geht's halt mega gut, ne? Also, gar kein Problem. Es ist halt nur, ich mache noch einen hier immerhin. Ich lege hier noch einen. Und die Hoffnung, dass ich hier gleich noch Level up werde, also mein Pet.
Aber jetzt, bis jetzt hier, oder ich kann natürlich auch sein, dass ich das übersehe, ne? Deswegen habe ich jetzt nochmal geguckt, aber er ist immer noch 59. Es müsste eigentlich jeder Mob, müsste soweit sein. Also wir sind jetzt hier schon fünf Balken noch bis unser Level ab. Immer noch nicht. Keine Ahnung. Ich gebe jetzt erstmal die Quest in Gadgetzahn ab. Vielleicht hilft uns ja das. Vielleicht hilft uns ja das. Hier hat diese TSM-Gedönsgeschichte, ne? Es spawnt hier die ganze Zeit unten rechts und poppt auf. Das ist richtig nervig. Was diese komischen Elementarier sollen, diese Bodentrommler. Das gar nicht, gibt, glaube ich, nicht nur diese Bodentrommler, es gibt auch noch Luftelementarier irgendwo, ne? Keine Ahnung, was die für eine Aufgabe hier haben. Aber ich weiß, dass ich Mithril sehr schätze. 17 Silber nur. Ein Erz, könnte man richtig Reibach machen. Einfach aufkaufen, im AH verhüten und fürs Doppelte verkaufen. Das funktioniert. Wenn man auf jeden Fall eine größere Wertsteigerung als in WoW Retail. Ja, wie gesagt, WoW Retail spiele ich momentan gar nicht. DMN. Keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung. Ich bin nur gespannt, was mit diesem Server passiert, wenn Burning Crusade rauskommt. Wie sich das hier drauf auswirken wird. Ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass die Leute auch weiterhin Vanilla spielen wollen. Ich frage mich halt nur, was sie inhaltlich hier großartig zocken. Es kommt ja kein neuer Content mehr, ne? Jetzt so wie WoW Vanilla ist, so bleibt's. Das ist jetzt vorbei, mehr kommt hier nicht. Aber trotzdem, die Vanilla-Server haben sich ja auch damals auch schon immer, die unten, die nicht offiziellen Server haben sich ja auch immer gehalten. Also von daher, sag mal, kann man nicht hier, ich wollte doch gerade sagen, hier ist mir noch vor hochgekommen. So, wo ist der Lümmel, wo ich die Quest abgeben soll? Hier. Boah, der hat doch mit Sicherheit eine Folgequest. Yo! Bleibt gut drauf! Ich habe ein Geschäft für euch. Zeit ist Geld. Hat er nicht. Warum sagt er denn dann erstens die Radde? Das ist jetzt auch belastend. Na gut. Dann fliege ich zurück in den Uro-Krater. Da habe ich ja noch genug zu tun. Raus damit! Ich verstehe halt, wie gesagt, nur nicht ganz. Warum wir jetzt nicht eine Folgequest bekommen haben. Wenn die Quest erstens heißt, dann heißt es, wenn es erstens gibt, gibt es auch ein zweites, ja? Und zweitens, meine ich. Ihr merkt die Uhrzeit. Das ist eisernes Gesetz. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das ist wie, wenn man eine juristische Hausarbeit schreibt. Fängst du da an, mit deiner Gliederung, ja, machst römisch erstens, muss auch römisch zweitens geben, sonst gibt es kein römisch erstens. Genauso wie arabisch erstens, arabisch zweitens. A, B, A, A, B, B. Klammer auf 1, Klammer zu, und du musst es auch eine Klammer auf 2 und Klammer zu geben, und Klammer A, Klammer B. Wie ihr wollt, es muss halt so weitergehen. Aber hier war es nicht so. Hätte ja auch sein können, dass man ein bisschen warten muss und dann gibt es noch eine Folgequest, aber ich habe ja ein bisschen gewartet. Da kam nichts Neues.
Naja, ich werde jetzt die Quest hier, jetzt noch die Flugreise hier abschließen. Dann werde ich ausmachen für heute und den Part beenden. Ich werde mich dann gleich aufs Sofa begeben und noch ein bisschen Breaking Bad sehen, um ein bisschen, noch ein bisschen schläfriger zu werden. Und dann gehe ich auch ins Bett und lasse so den Abend dann ausklingen. Someone for DMT Run. Ich werde jetzt einmal kurz nachgucken, was DMT heißt. Ach, Diamond North. Tribute Run. Also. Düsterbruch, Tribute Run. Da ist eine Quest, WTF, die habe ich gar nicht gesehen. Was kann ich für euch tun? Ah, mögen eure Reise. Gut, liebe Leute, ich mache hier trotzdem jetzt erstmal einen Cut. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht und macht's gut. Bis dahin. Ciao.